Tja, was haben wir denn noch? Das können wir noch alles da reinschmeißen. Gekochte Wasabi? Das glaube ich eher weniger. So. Ich habe alles angeklickt, ich kann nichts mehr tun. Das kann man in der Spüle machen. Die Gabel abwaschen würde jetzt keinen Sinn machen, oder? Nee. Aber willst du nicht mal dich um deine Wäsche kümmern? Ja, die, was soll ich denn machen? Ist wohl nicht zu holen. Reicht ja auch. Ja. Autsch! Ist er nicht. Verdammt, das ist ja heiß. Ich hätte ja kein Wasser, um das Feuer zu löschen, anders kriege ich das jetzt nicht aus. Sicherlich ja, nicht mit der Wasabinuss. Ja, aber vielleicht muss das Feuer auch gar nicht auskriegen. Kriege ich denn die Wäsche? Muss ich die mit dem Pömpel jetzt das... Nein. Mit der Gabel? Nein. Nicht im Ernst. Na, holla! Die Socke hat sich verfärbt. Wer hätte das gedacht? Aber wo ist die andere? Klarer Fall von subtraktiver Farbmischung. Autsch! Verdammt, das ist ja heiß. Steht da drauf. Nee, lass es drin. Telebibli, Hintergrund. Yay, ich hab meine Socken. So. Was passiert eigentlich? Ich glaube, wenn ich Mikro ausmache, dann gibt es diesen Ton. Da kann ich auch nicht husten. Wie kriege ich jetzt meine Zahnbürste, ist ja noch die Frage. Brauchst du einen Tipp? Nein, ich will keinen Tipp. Also, die Socken kommen in den Koffer. Das habe ich benutzt. Mit dem Pömpel kann ich, glaube ich, nicht den Kasten hier aufmachen. Da gibt es leider nichts zu pömpeln. Schade. Die Idee war gut, doch ihre Arme waren zu kurz. Was? Keine Chance. Das Zeug hat mich gerade erst mühsam aus den Couchritzen gepult. So viel habe ich schon seit Jahren nicht mehr für was zu essen gehabt. Ja. Also ich kann das hier nicht pömpeln. Ich kann da unten nicht pömpeln. Aber er muss für irgendwas gut sein. Mhm. Richtig. Du hast doch etwas noch nicht entdeckt. Ah. Was da wäre? Nein, die Ecke war mal ein gutes Irgendwas Versteck, im, aber mittlerweile schaut Toni da als Haus erstes nach. Nicht entdeckt. Gibt was ich noch nicht entdeckt habe? Ja. Oh. Keine Chance. Die Klinke fehlt und ich bekomme die Finger nicht in die Ritzen. Oh. Der war böse, okay. Was jetzt nicht mit der... Oh nein. Die arme Zahnbürste. Ohne den richtigen Köder wird das wohl nichts. Jetzt kann das Mistvieh was erleben. Oh, wie pervers die Idee. Wie grausam ist das denn, bitteschön? Put, komm zu Papa. Hab sie. Die wird ganz schön leiden beim nächsten Zähneputzen. Ja. Muss ich den Kasten hier aufbekommen? Ich denke mal nicht. Wisst du auch nicht wie. Ich bin aber jedes Mal aber überlegen, ob man den nicht vorher schon aufkriegt. Socken? Check. Zahnbürste? Check. Ich scheine alles zu haben. Er lässt sich nicht mehr schließen. Irgendwas muss ich wohl wieder auspacken. Aber was? Oh. Das gute Ding. Mit diesem Monstrum im Gepäck bekomme ich den Koffer niemals zu. Wo ich hingehe, brauche ich keinen Seitenschneider. Was hat Man der braucht ihn später der bestimmt doch. Ich hätte mich für die Socken entschieden. So rein instinktiv. Jetzt passt es. Komisch, ich Dann hab kann's Socken ja losgehen. Ich nie Socken an. Das ist schön, Marvin. Das ist nett. Autsch! Ja. Braucht das nachher den Seitenschneider? Hey, Rufus, spar dir die Kraft. Für den unvermeidlichen Sturz in die Tiefe. Und du, Wenzel, spar dir den Sarkasmus für jemanden, der schlechter vorbereitet ist. Ich habe dieses Mal alles berechnet.
Das wird ein Spaziergang. Das hast du das letzte Mal auch gesagt. Und wir haben Tage gebraucht, um den Kaktus aus deinem Ohr zu entfernen. Schrott von gestern. Dieses Mal wird alles klappen. Und wenn mir schließlich eine illusianische Orbit-Elfe den Nacken massiert, werde ich einen Augenblick innehalten und über dich lachen. Nur zu. Kann ich dann deine Sachen haben? Na klar, bedien dich. Als würde es auf diesem Müllhaufen auch nur irgendwas von Wert geben. Es wird wirklich Zeit, all das hinter mir zu lassen. Super. Ich hoffe, du hast daran gedacht, die Harpune zu kalibrieren. Mach ich noch, sobald ich die Sachen in der Kapsel verstaut habe. Na dann sieh zu. Du weißt doch, wie exakt der Organon seine Fahrpläne einhält. So. Ich bin immer am Überlegen, welche Person man zu Wenzel zuordnen könnte. Bezüglich irgendwelchen Leuten, die ich kenne. Ich muss den Koffer verstauen. Diesmal will ich besser vorbereitet sein. Ich sortiere irgendwie immer so Figuren aus dem Adventure. Andere Leute zu, so. So. Oh, erst mal bei Toni ins Haus rein. Also stimmt voll viel Spaß drin. Ah ne, da war ich schon. Hier macht keinen Spaß. Okay, was haben wir hier? Kann ich nicht anklicken. Mit dem habe ich keinen Bock zu reden. Oh. Das macht mich hier ganz wirr. Nein. Ich finde bei diesem Spiel die Details so schön, dass man sich da wirklich so viel Mühe gegeben hat. Oh, das gefällt mir auch. Koffer, die Kapsel, in die Kapsel. Da ist kein Platz. Das Staufach ist zu. Och, Leute. Oh, was ist das? So, und nun? Koffer, da rein. Na, geht doch. Batterie, da rein. Da passt sie wohl nicht hin. Kann ich den Koffer nochmal aufmachen? Dann? Kann ich die Batterie in den Koffer stecken? Wenn schon ein Seitenschneider nicht da reinpasst. Ja gut, aber so eine Batterie ist ja was anderes. Wenn ich den Sitz ausbauen würde, könnte sie dahin passen. Aber wie hält sie dann? Und wichtiger noch, wo soll ich sitzen? Kann es auch mal stehen, ein paar Stunden. Kein Problem. Mist, der ist ja festgeschraubt. Mein treuer Schraubenschlüssel. Warum stand der eigentlich nicht auf der Liste? Ach, egal. Weil so anderen so total am Überlegen ist. Das ist halt, wenn ich etwas genau sehe, dann weiß ich, jetzt muss ich das tun. Und das sogar ohne Brille, ne? Ich habe keine Brille. Ach, warte. Ja. Was haben wir hier? Da war der Sitz dran befestigt. Ich brauche irgendeinen Ersatz. Ja, einen Ersatz. Kann sich nicht einfach auf die Batterie setzen? Aber wie hält sie dann? Und wenn du mit dem Probacken an die Kontakte drankommst? Spaß im Glas. Wahrscheinlich. Kann ich mich nicht auf den Koffer setzen? Unten noch reinquetschen, ne? Ich kann den Koffer auf jeden Fall nicht wieder rausdrücken, das ist schon mal okay so. Habe ich dir gerade eigentlich schon den Tipp gegeben, dass man bei diesem Spiel nicht failen kann? Also wenn du glaubst, du kommst nicht weiter, gibt es dann irgendwo eine Möglichkeit. Also das heißt, du kannst nicht in eine Falle reinlaufen. Okay. Was macht die Harpune? Ich muss erst noch die Fluchtkapsel flott machen. Diesmal will ich besser vorbereitet sein. Oh, ich sehe gerade, ich bin darin verbunden. Das ist ja schön. So, die Batterie muss da jetzt irgendwie rein. Aber wie hält sie dann? Und wichtiger okay, noch, ich brauch, was wo das hält. Soll ich sitzen? Ja, also auf die Batterie will er ja schon mal nicht sitzen. Das genau. Ich musste es gab doch noch einen Hinterausgang, meine ich, in der Wohnung, oder? Da gibt es bestimmt was zu holen. Aber die sehen doch so gefroren aus, diese Teichschnecken, ne?
Iss sie doch einfach. Ich glaube nicht. Nein, ich esse nicht beim Let's Play. Trinken habe ich mir angewöhnt, ja? Soll ich es ein bisschen in die Sonne stellen? Nein. Da wäre es die Zeit nicht, dass man noch auf Fleischdiät wäre, dann würde ich ja zuschlagen wie wild. Fleischdiät? Ja. Ich esse zur Zeit nichts außer Fleisch. Weil der Körper kann ja nur 500 Gramm Proteine am Tag aufnehmen. Alles andere wird zu Aminosäuren umgebaut und einfach raus damit. Oh, wie schön, was haben wir hier? Die möchte ich haben. Heiß. Was? Ja, also. Das könnte ich den ganzen Tag jetzt machen. Ach, ist sie so unglaublich laut, du kleines Mädchen? Kein Problem. Mist, der ist ja festgeschraubt. Mein treuer Schraubenschlüssel. Warum stand der eigentlich nicht auf der Liste? Ach, egal. Das frage ich mich auch. Fällt gerade ein, wie wir das Aufbauproblem gerade hätten viel schneller lösen können. Mensch, Hanek! Hi, na, Rufus. Ach, ich bin so schlecht mit Namen. Ja. Oh, warte, du musst eine Person erraten, darfst den Namen jetzt aber nicht sagen. Ich kann mir nur Namen merken, wenn ich schon mal Freunde hatten, die denselben Namen hatten. Ah, ich weiß. Okay, weiter geht's. Ist der Tunnel etwa wieder gesperrt? Ja. Es gab einen Einsturz in Sektor 7. Schon wieder eine Schrottlawine? Dieser ganze Müll geht mir so auf den Senkel. Gut, dass ich bald hier weg bin. Ach, bist du das? Oh ja. Naja, zumindest nicht durch diesen Tunnel. Hast du genau, wo ist Toni? Gesehen? Toni? Groß, grantig, speit Feuer. Meine Ex-Freundin. Ach, Toni. Die ist doch bestimmt in ihrem Laden und muss arbeiten. Wie jeder andere Mensch. Anwesende ausgeschlossen. Ich werde endlich hier wegkommen. Schon wieder einer deiner brillanten Pläne? Diesmal kann nichts schiefgehen. Aber sicher. Und ich nehme mal an, dass du hier rumläufst, hat auch nicht mit irgendwelchen Problemen zu tun. Hat es auch nicht. Ist doch gut. Naja, der Plan an sich ist perfekt, aber... Jetzt kommt es. Ich muss nur noch die Kapselstart fertig machen, die Harpune ausrichten, die Lunte zünden und los geht's. Aha. Und dann? Dann lenken die Raketen einen starken Elektromagneten direkt auf den vorbeifahrenden Organon-Kreuzer zu. Die Fluchtkapsel ist über eine lange Kette mit dem Magneten verbunden. Sobald der Magnet erst einmal am Kreuzer haftet, kann ich die Kette über eine pedalbetriebene Winde einziehen. Ich verstehe. Und dann? Dann bringt mich der Kreuzer auf direktem Wege nach Elysium. Na, ich kann mir nicht vorstellen, wie das schief gehen könnte. Oh, die Gott. Idee hätte auch von mir sein können. Also ich brauche auf jeden Fall die Chilischote, um die Lunte Sitz nachher zu zünden. Aber wohin jetzt mit der Batterie? Und wo soll ich sitzen? Tja, du bräuchtest so eine Art Sitz mit Batteriefach. Ein Sitz mit Batteriefach? So was wie den Briefkasten, den ich gerade eingesteckt habe. Ich hatte mal einen. Und der war auch ganz bequem, bis ich den Schalter gefunden habe. Ich krieg das schon hin. Sicher. Ich schreib dir eine Karte aus Elysium. Mach das. So. Wie kriege ich die Chilischote jetzt da zu meinem Ding hin? Das finde ich hier sehr schön, das Teil übrigens. Ja, ist schön, ne? Könnte auch so ein Stasi-Überwachungsorgan sein. Darf man Stasi sagen? Ist das verboten? Also ich meine mal, es ist ja so, ne? So, was habe ich denn dabei, womit ich den... Gut, Staatssicherung wäre dann der korrekte Ausdruck, aber ich meine mal... So haben sie sich auch genannt. Ich habe hier lange genug festgesessen. Was kann ich mit diesem komischen, lustigen Stuhl noch machen? Gibt es auch Kram, den man irgendwie hat und nicht, niemals wieder braucht? Ich glaube schon, ja. Kommt selten vor, aber... Den Topf kriege ich hier nicht mehr runter, ne? Er ist kein Chemiker, er kann keine 80 Grad heißen Sachen anfassen. Aber es kocht, also es ist heiß. Ich glaube nicht, dass ich mit dem Schraubenschlüssel oben den Medizinschrank aufmachen kann. Ach, da ist der Medizinschrank.
Frau beschissen. Vielleicht an den Seiten die Muttern rausdrehen. Wir probieren es einfach mal. Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Verdammt! Mit dem richtigen Werkzeug wäre das ein Klacks gewesen.